Ich habe den Bogenschützen ausführlich in Dragon's Dogma 2 getestet und was der drauf hat, ist nicht normal. Gegner werden super leicht zurückgestoßen, Bosse fallen um und man kann extrem hohen Schaden an ihnen machen. Wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt, solltet ihr definitiv den Bogenschützen mal ausprobieren. Wie er genau so abgeht, was die besten Skills sind, zeige ich euch in diesem Video. Dranbleiben lohnt sich. Servus Erweckte, der Bogenschütze ist brutal. Seit Release spiele ich ihn, habe ihn auf die Stufe 9 nach oben gelevelt und ausführlich getestet und möchte euch in diesem Video zeigen, wie man den Bogenschützen richtig gut spielen kann, um den maximalen Schaden rauszuholen, welche Skills sich lohnen. Wer mich übrigens noch nicht kennt, mein Name ist Corpheus. Bei mir gibt es immer News und Guides zu Open World und Rollenspielen. Werden auch noch viele weitere Videos zu anderen Laufbahnen in den nächsten Tagen rauskommen. Wer das nicht verpassen möchte, kann gerne mit dem Abo dabei bleiben. Wer von euch auch neben dem Zocken immer gerne Streams laufen lässt, kann gerne bei meiner Freundin reinschauen. Die streamt für euch aktuell Dragon's Dogma 2. Würde mich da mega drüber freuen. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Ich starte mit euch direkt in die Action rein. Ich habe jetzt nämlich hier eine Chimäre, da kann ich es euch extrem gut zeigen. Bei stärkeren Gegnern starte ich immer in den ruhigen Schuss rein und mache sehr oft den Spiralpfeil. Das ist mein Hauptangriff, denn der sorgt dafür, dass Gegner zurückschrecken können oder auch sehr schnell gestunt werden. Außerdem macht dieser Schuss einfach extrem guten Schaden. Das werdet ihr gleich sehen. Auch hier oben, wie der Balken jetzt schon runter tickt, ist wirklich absolut beeindruckend. Die Chimäre ist hier komplett überfordert, liegt auf dem Boden. Ich pumpe mich voll, dass ich maximale Ausdauer habe und setze in den Orkanschuss rein. Und auch hier tickt es richtig schön runter. Ich hoffe, der Gegner greift mich jetzt hier nicht an. Der Gegner ist jetzt wieder aufgestanden und ich kann jetzt hier wieder mit dem Spiralpfeil den Gegner eben abschießen. Am besten ist es, glaube ich, immer, wenn man wirklich den Ziegenkopf trifft, weil der die höchste Schwachstelle hat, außer sie wechselt sich und es geht auch noch auf den Löwenkopf. Muss man schauen, aber der Schaden ist wirklich beeindruckend mit diesem Skill. Also die Chimäre macht hier auch nicht viel, wird immer wieder unterbrochen, was wirklich extrem stark ist. Sie fällt schnell um und das ist wirklich bei sämtlichen Gegnern. Und die Kombo ist einfach extrem stark. Also der Kollege ist jetzt hier auch gleich tot. Lang dauert es nicht mehr, der Pfeil tickt durch und die Sache ist erledigt. Ich zeige es euch jetzt auch nochmal langsam, aber ihr sollt schon mal gesehen haben, dass der Bogen echt richtig gut abgeht mit den richtigen Skills. Ich bin jetzt Anfang vom zweiten Gebiet, habe mir nur einen stärkeren Bogen gekauft und das war's. Also, wie gehe ich nochmal in stärkere Fights rein? Als allererstes ruhiger Schuss, dass ich selber zielen kann auf die Schwachstellen, da macht man deutlich mehr Schaden. Bei der Chimäre ist es auf jeden Fall der Ziegenkopf, eventuell sind es auch die anderen Köpfe, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Dann schieße ich primär immer mit dem Spiralpfeil. Ist bei mir auf der Y-Taste, wird kurz aufgeladen und der bohrt sich immer weiter ins Ziel rein, hat mehrere Ticks und dadurch schrecken die Gegner oft zurück. Ist nicht bei jedem Gegner, aber bei so 95%. Die Gegner schrecken immer wieder zurück, sind beschäftigt und alle fallen ultra schnell um. Und wenn ein Gegner umgefallen ist, dann macht man deutlich mehr Schaden nochmal auf die Schwachstellen. Ist der Gegner umgefallen, ich habe wenig Ausdauer, dann wechsle ich mich ab mit dem Spiralpfeil. Zack, und drückt nachher den rechten Stick rein. Dann wackelt der Bogen so ein bisschen. Es wird ein härterer Schuss aufgeladen. Ist eine Kernfähigkeit, zeige ich euch noch gleich. Heißt, glaube ich, aufreißender oder aufschießender Schuss. Und, und das kann ich immer wieder abwechseln, solange der Gegner eben liegt. Also der Orkanschuss, dann diesen Schuss eben aufgeladen. Sollte ich jetzt zum Beispiel Ausdauer noch besitzen, sehr gute, oder ich kann mir Ausdauer eben geben durch Essen, dann, wenn der Gegner auf dem Boden ist, wechsle ich in den Orkanschuss rein und schieße eben so lange, bis es vorbei ist. Und das ist so ein Rapid-Fire-Schuss und der hält den Schaden halt auch wirklich extrem hoch. Und damit macht er sämtliche starke Gegner platt. Hier auch nochmal der Oger, super einfach, mit dem Spiralpfeil auf den Kopf drauf. Das ist die Schwachstelle und er zuckt wirklich die ganze Zeit zurück. Das ist wirklich beeindruckend, ultra stark. Und wenn man Glück hat, dann müsste er eigentlich gleich noch auf die Knie gehen. Können wir nochmal direkt nochmal einen Pfeil hier in den Kopf reinjagen. Und was ist mit ihm? Ist er jetzt hier umgefallen oder nochmal zurückgeschreckt? Man sieht es nicht. Ich glaube, es hat ihn jetzt hier umgehauen. Ah, noch nicht ganz. Hat noch nicht komplett ausgereicht. Geben wir nochmal ein bisschen Breitseite hier mit. Zack. Auf jeden Fall, ihr merkt, er macht einfach gar nichts. Jetzt ist gerade die Ausdauer ein bisschen leer. Und das ist halt echt krass. Also Spiralpfeil bei mir immer Main. Und wenn die Gegner auf dem Boden sind, wechsle ich zu anderen Skills. Oder wenn sie primär eben, wie soll ich sagen, nichts mehr machen können. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel, er ist auch umgefallen.
und leider ein bisschen ungünstig mit der Kutsche. Kann jetzt hier eben auch nochmal schießen mit dem Orkanschuss. Leider habe ich jetzt hier die falsche Taste gedrückt und ich habe nicht selber gezielt, sondern hat eher in den Arm geschossen. Trotzdem, ihr wisst, selbes Prinzip und die Gegner sind einfach extrem schnell tot. Bei kleinen Gegnern gehe ich ein bisschen anders vor, gerade bei den Harpien, die sind ja echt teilweise eklig. Hier ziele ich mit der LB-Taste und benutze den Mehrfachschuss. So holt man normalerweise sehr schnell die Harpien aus dem Himmel, ohne Probleme. Die sind jetzt auch nochmal eine stärkere Variante, aber ihr seht, wie sie jetzt hier immer wieder runterfallen. Und so kann man sie auch wunderschön immer erwischen. Man kann natürlich auch versuchen, selber mit der RB-Taste ein bisschen besser zu zielen. Vielleicht auch mit dem Spiralpfeil. Macht natürlich auch bei den Harpien sehr guten Schaden. Und sie haut es natürlich auch aus der Luft raus. Die lag natürlich jetzt schon auf dem Boden. Aber mit dem Mehrfachschuss seid ihr wirklich auch sehr gut bedient. Und den hat man auch schon direkt am Anfang. Auch hier werden die Gegner eben auch zurückgeschreckt. Gerade wenn auch ein Gegner auf euch zuläuft und ihr schießt dann auf ihn, dann taumelt er eben zurück, was echt nützlich ist und ihr bekommt keinen Schaden. Eine Harpie lebt jetzt hier oben noch. Die sind wirklich lästig im Spiel. Aber auf die Weise funktioniert es auf jeden Fall. Ich hoffe, ich finde jetzt hier noch ein paar Kobolde, Oger. Hier haben wir auch welche. Wenn sie noch keine Kampfhaltung eingenommen haben, also noch keine Agro, dann würde ich euch empfehlen, immer die zu snipen, zack. Weil man macht dann nochmal erhöhten Schaden, solange sie da noch nicht die Agro gezogen haben. Zack, und teilweise sind sie dann auch eben direkt tot. Und wenn der Gegner zum Beispiel auch ein bisschen härter ist mit dem Schild, zack, auch Spiralpfeil drauf. Er wird nach hinten immer wieder geschossen, er kann nicht blocken. Und man kann dann eben auch nochmal schön ausholen und die Gegner vernichten. Also mit den Kombos, mit den Fähigkeiten seid ihr wirklich extrem gut aufgestellt. Und ich möchte sie euch auch noch kurz bei der Laufbahn-Gilde zeigen. Nicht jede Fähigkeit ist gleich zu Beginn verfügbar. Ihr müsst natürlich die Laufbahn vom Bogen erst nach oben spielen, bis auf Stufe 9, um eben alles zu haben. Zu Beginn ist aber der Mehrfachschuss schon frei, den habe ich auch einmal verbessert. Super solide gegen kleinere Gegner, benutze ich einfach sehr gerne. Ansonsten eben der Orkanschuss mit dabei, um eben ja am Schluss, wenn die Gegner auf dem Boden liegen, mehr Schaden rauszuholen oder wenn ein Gegner auf euch zuläuft und er hat noch ein bisschen Distanz, könnt ihr auch damit super den Gegner schnell runterschießen. Richtig geil ist natürlich der Spiralpfeil, mein absoluter Favorite, denn der ist gerade bei den Bossen, bei sämtlichen Gegner, egal welcher, einfach extrem effektiv und macht auch sehr guten Schaden. Und dann zu guter Letzt ist noch bei mir dann die Eruption mit drin. Das ist mein freier Skill, den habe ich auch nicht erwähnt. Da könnt ihr auch jeden anderen Skill mit reinnehmen. Wenn euch noch ein weiterer gefällt, slottet den einfach rein. Ansonsten bei den Kernfähigkeiten hier extrem wichtig ist der aufspießender Pfeil, denn man drückt den rechten Stick dann nochmal rein, wenn man eben RB drückt und dadurch kann man den Bogen weiter aufladen und man macht da auch eben sehr guten Schaden damit, wenn man keine Ausdauer besitzt oder noch außerhalb des Fightes ist, um den ersten Gegner zu snipen. Dann auf der letzten Seite habe ich hier folgende Fähigkeiten mit drinnen. Hinterhalt zum Beispiel, da holt man nochmal mehr Schaden raus, wenn die Kampfhaltung noch nicht eingenommen ist. Mehr Ausdauer ist mit dabei. Wenn man Organe trifft, macht man auch nochmal mehr Schaden. Anhöhen oder Gegner können schneller erklommen werden, habe ich so mit reingenommen, um vielleicht ein paar Kisten zu kriegen. Und das war jetzt hier noch von dem Speer, von dem mystischen Speer, den habe ich auch schon gespielt. Und da habe ich tagsüber ein bisschen mehr Stärke, was natürlich für einen Bogen auch nicht verkehrt ist. Also wenn ihr zum Beispiel auch eine andere Laufbahn spielt und ihr habt da die Fähigkeiten freigeschaltet, könnt ihr die immer übergreifend reinslotten und so nochmal mehr rausholen. Ich hoffe, ich konnte euch hier etwas Cooles für den Bogen zeigen. Wer übrigens den gleichen Bogen wie ich haben möchte, der muss einfach nach Bad Batal reisen und beim Händler den Bogen, glaube ich, für 48.000 Gold einkaufen. Lohnt sich aber wirklich, weil er extrem stark ist. Ich habe ihn auch schon auf die Stufe 2 verbessert. Schaut auch gerne bei meiner Freundin vorbei, falls ihr mal auf Twitch unterwegs seid und Dragon's Dogma 2 als Unterhaltung noch nebenher sehen möchtet. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Zocken. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare rein und mehr Videos werden in den nächsten Tagen rauskommen. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.